ich glaube, es ist, also für mich ist das eher so das Problem des kindlichen Blickes. Nicht? Also was heißt, man kann ja nicht bewusst naiv bleiben. Oder wenn, wird man auch deppert irgendwie. Also das ist nicht wirklich anzustreben. Aber trotzdem ist es wichtig, die Neugierde zu behalten. Ich glaube, in Summe heißt es einfach Liebesfähigkeit für vieles. Also dieses Sinne-Reflektleitsystem ist, glaube ich, weder Erfindung noch eine Entdeckung, sondern das haben wir, also seitdem es Film gibt, hat man Aufhellungen, Reflexionen verwendet. Eine große weiße Hausmauer war schon ein Reflektor. Es geht eher um ein anderes Denken über das Licht und dann über das angestrebte Ziel und dann über das Licht, das ich erreichen möchte, hat sich erst die Frage nach dem Werkzeug gestellt oder wie kann es denn herstellen. So Sonnendinge dazulegen. Hast du auf halb foliert? Voll. Ich glaube nämlich, dass halb geht. Ja. Weil der. Hast du direkt das Lampen gehabt? Das geht schon. Higgs, da hast du das Streusel. Ja. Und das kannst du waagrecht oder senkrecht legen und kannst dann leicht so ein Band streuen, das unregelmäßig ist. Siehst du? Ja. Und was mich besonders freut, ist, dass das Schauen in den Vordergrund rückt. Das heißt, wenn ich als Kameramann ein Bild sehe, kann ich das mit Hilfe dieser kleinen und einfachen und schlichten Werkzeuge sofort herstellen.